Der Ödbadesee. Was jetzt aussieht wie ein kleines Paradies, war nicht immer so. Wo sich in der Zwischenzeit wieder Badegäste aus dem Tier- und Menschenreich tümmeln, musste die Gemeinde Traun in Oberösterreich vor kaum mehr als 2,5 Jahren Badeverbot verhängen. Das Badeverbot war notwendig geworden, weil die Qualität des Wassers ein Niveau erreicht hat, das gesundheitlich bedenklich war. Aufgrund der großen Probleme war man aber hier bereit, bei der Auswahl der Sanierungsmaßnahmen auch Lösungen fernab der Großtechnologie zu suchen, die an Effizienz den herkömmlichen Techniken um nichts nachstehen. Es war natürlich Leidensdruck vorhanden, dass überhaupt etwas unternommen worden ist, und das war konkret auch so, dass wir den See schließen mussten. Also die Stadt hat den See auch für den Badeverbot, also ein Badeverbot über den See aussprechen müssen. Und das hat dann natürlich bewirkt, also Gott, man kann nicht mehr zuwarten, man muss in irgendeiner Weise handeln. Die Dinge wie irgendwelche Ausbaggerungen, das hat man in kleiner Form, das hat man eh schon probiert, irgendwelche Algen abzusammeln, das war alles da, zu schneiden. Das hat man gemerkt, das bringt es nicht. Und darum war eben das jetzt in der Bandbreite, traut man sich über ein sogenanntes homöopathisches Verfahren drüber, oder geht man wirklich den Weg der Großtechnologie? Der Ödbadeteich war ein Sanierungsfall, wodurch sich der Entscheidungsprozess in der Gemeinde Traun von denen anderer Kommunen unterschied, war die Bereitschaft, sich alle Sanierungstechnologien anzusehen und zu prüfen, die effektiv und erfolgsversprechend sind. Unabhängig davon, ob das verwendete Verfahren den am weitest verbreitetsten Stand des physikalischen Weltbildes entspricht oder nicht. Ich denke, den anderen Gemeinden ging man bisher den Weg, dass man es halt hinausgeschoben hat. Es wird sich permanent gerade bei diesen künstlich angelegten Schotterteichen ja trotzdem stellen. Und darum werden wir bestimmt auch von anderen Kommunen mit Argusaugen beobachtet, wie das in Traun abläuft. Bisher können wir sagen, dass wir zufrieden sein können damit. Wir haben uns auch darum dafür entschieden, es war bestimmt eine Gratwanderung, diese Abstimmung im Gemeinderat herstellen zu können. Wir haben uns darum dafür entschieden, weil eine großtechnologische Lösung angestanden wäre. Das hätte geheißen, im Osten des Sees eine Inselschüttung, eine Verlängerung der Uferbereiche, und wäre natürlich, so wie sich das auch anhört, sehr teuer gewesen. Wenn sich diese Enten bedanken könnten, dass sie wieder im klaren Wasser schwimmen könnten, müssten sie dies bei Roland Blocher tun, einem deutschen Erfinder und Naturbeobachter, der seit fast 2 Jahrzehnten eine Methode der Sanierung erforscht, die ohne den konventionellen Einsatz von Chemie oder Aufschüttungen auskommt. Ja, aber wir wissen ja, es gibt nie was Gleiches in der gesamten Schöpfung. Und so hat auch jedes Wasser wieder andere Zeitablauf. Oder es regnet einmal. Was wird allein schon im Regen ausgewaschen? Und das belastet natürlich wieder das biologische System. Und wir geben hier mit unserem System lediglich der Natur eine Stütze, dass es schneller zum Ziel kommt. Also es ist eine Unterstützung für natürliche Kreisläufe, und es ist absolut kein Abtöten, was wir mit synthetischen Mitteln machen. Bei dem vom Roland Blocher entwickelten Verfahren werden speziell informierte, aber chemisch nicht behandelte Materialien in den See gebracht. Unter anderem werden auch zylindrische Röhren mit einer Aluminiumbeschichtung, die vorher informiert wurde, je nach vorangegangenen Analyse an bestimmten vorher definierten Stellen im See versenkt. Bereits nach relativ kurzer Zeit verändert sich die für die Gesundung eines Sees so wichtige Konsistenz des Grundschlamms. Der Taucher hat vorher den Schlamm vom Grund geholt. Erstens sieht man, dass er also nicht ganz schwarz ist. Und der Hund springt auch nicht davor, also demnach muss er gar nicht so stinken. Also es ist ein ganz, ganz leichter Geruch. Und das ist wieder die Voraussetzung, wenn der richtig verrottet ist, dass wieder Pflanzen wachsen können auf dem Grund. Wir haben vor 3 Jahren begonnen. Und das ist natürlich ein laufender Prozess, weil es ist auch eine neue Belastung permanent. Und das muss ja, das ökologische System muss ja das verarbeiten. Also es ist jetzt ein permanenter Prozess, der hier abläuft. Also das ist interessant, widersprüchlich und überall das Gleiche. Ein Teil, die haben ihre Probleme, suchen nach Weg und sehen darin eine Chance, auch auf kostengünstige Art was zu sanieren.
Und die ewig Gestrigen, die haben kein Verständnis für eine Weiterentwicklung. Das besteht ja aus zwei Worten, aus Wissen und Schaffen. Und sagen wir für solche Leute da, die will ich nicht überzeugen, die brauche ich nicht überzeugen, weil das Verfahren entspricht den wissenschaftlichen Mindestanforderungen und erfüllt diese zu 100%. Also wer nicht will, das respektiere ich. Ja, ja, das ist also interessant, wie sich die ganze Idee jetzt schon weltweit verbreitet hat. Also wir sind seit 5 Jahren auf dem Markt mit den Produkten, nachdem ich 12 Jahre lang experimentiert habe. Und es ist wirklich weltweit und vor allen Dingen, wir arbeiten auch im Ausland mit vielen wissenschaftlichen Instituten zusammen. Die haben gar kein Problem damit. Die sagen, was wir messen können, das reicht uns. Das ist das Ergebnis und fertig.